Jeder fünfte Bus kommt zu spät. Das könnte man als ein Ergebnis des aktuellen ADAC-Tests mit dem ÖPNV-Bus zur Schule festhalten. Das heißt aber auch, rund 80% der Busse waren pünktlich und das trifft es deutlich besser. So fällt denn das Fazit aller getesteten Fahrten zur Schule auch sehr positiv aus. Die Busse waren innen in einem guten Zustand, keine gefährlichen Ecken oder Kanten. Sie waren auch nicht übervoll in der Regel, war das kein Problem. Es waren Haltegriffe in kindgerechter Höhe vorhanden, Informationen waren gegeben, der Fahrer war in der Regel freundlich. Potenzial nach oben gibt's lediglich bei der Videoüberwachung. Nur rund ein Drittel der Busse im Test waren mit den entsprechenden Kameras und Displays ausgestattet. Ebenso wünschenswert wäre ein vollständiger Ausbau von Rollstuhlfahrerplätzen. Insgesamt aber ein Ergebnis, das die Eltern von Schulkindern erfreuen wird. Und die können auch was zur sicheren Fahrt mit dem Schulbus beitragen. Beim Einstieg nicht drängeln, während der Fahrt am besten die Schultasche abnehmen und vor allem nach dem Ausstieg nicht direkt vor dem Bus die Straßenseite wechseln. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal und schreib uns deine Meinung unten in die Kommentare.